Ich sag's immer wieder gerne, Freunde der Stromgitarren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Online-Produktvorstellung von VoxSense.de. Heute beschäftigen wir uns mit einem der klassischsten und beliebtesten Effekte der E-Gitarrengeschichte. Wir reden natürlich von dem legendären Wah-Wah. Das Wah-Wah-Pedal ist natürlich einer der beliebtesten und auch ältesten E-Gitarren-Effekte und auch schon der große E-Gitarren-Göttervater Jimi Hendrix wusste die Vox Wah-Wah-Pedale sehr zu schätzen. Das hier beispielsweise ist das altbewährte Vox Handwired Wah, das ich euch nachher im direkten Vergleich zu dem Wah-Wah-Pedal zeigen werde, um das es heute geht. Heute geht es nämlich um das neue Vox Custom Wah. Ihr seht schon, es ist ein unglaublich schickes Teil. Wir haben eine wunderschöne Chromverzierung der Trittfläche. Sieht auf der Bühne natürlich sehr, sehr schick aus. Und auch hier oben eine weiße Trittfläche, was auf dunklen Bühnen gar nicht schlecht ist, weil man ein Weiß öfters besser sieht als ein herkömmliches Schwarz. Auch auf der unteren Seite des Wah-Wah-Pedals bleibt es schick. Eine weitere Besonderheit des Vox Custom Wahs lässt sich zugegebenermaßen etwas tricky über Video erklären, aber ihr seht ja hier diese kleinen Füßchen zwischen der Trittfläche und dem Schalter, mit dem ihr das Wah-Wah aktiviert. Bei diesem Wah-Wah sind diese Gumminoppen um einiges weicher. Das heißt, wir können dieses Wah-Wah leichter aktivieren als ein herkömmliches Wah-Wah. Der ausschlaggebende Faktor des neuen Vox Custom Wahs ist aber natürlich der Sound. Hier reden wir nämlich beispielsweise von einem besonderen Voicing, das dem Wah-Wah verliehen wurde. Unter Voicing verstehen wir so viel wie die Klangcharakteristik des Wah-Wahs. Dieses Wah-Wah ist also speziell darauf ausgelegt, vor allem in tieferen Frequenzen, für zum Beispiel fette Riffs auf tiefen Saiten, vor allem auch in höherer Verzerrung, nach wie vor diesen klassischen Wah-Wah-Sound bestmöglichst wiedergeben zu können. Außerdem kennt man es ja von herkömmlichen Wahs, dass sobald man das Wah-Wah aktiviert, man das Gefühl hat, dass ein bisschen was von dem Volumen des Sounds verloren geht, um eben unseren Wah-Sound entstehen zu lassen. Dieses Wah-Wah ist darauf ausgelegt, dass dieser Verlust von diesem Volumen möglichst klein ist. Andere Wah-Wahs haben beispielsweise einen extra Booster noch eingebaut. Dieses Wah-Wah kommt allerdings ohne das aus und ihr werdet nachher in den Soundbeispielen sehen, dass das bei diesem Wah durchaus gelungen ist. Natürlich ist es auch mit einem True Bypass ausgestattet und jetzt würde ich sagen, hören wir es uns an. Yeah.
euch das vorhin angesprochene verschiedene Voicing von einem Wawa näher zu bringen, werde ich jetzt einmal durch jeweils dieselben Riffs mit derselben Anschlagdynamik mit dem Vox Handwired, einem sehr klassischen, hochwertigen Vox War und dem neuen Vox Custom laufen. Sprich, ihr werdet jeweils das gleiche Riff hören, nur mit zwei verschiedenen Wawas. Jetzt ist Vox Custom. Was mir sofort auffällt, ist, dass das Vox Custom eine etwas smoothere Charakteristik hat. Es greift in den Tiefen um einiges besser und es lässt die Höhen nicht so extrem rausknallen. Und das bei einer Telecaster auf dem unteren Pickup in einem spitzen Clean Sound. Nochmal. Im Vergleich zum Handwired. In einem Crunch Channel hört sich das Ganze so an. Während sich das Vox Custom so anhört. Vielleicht habt ihr das genauso gehört wie ich, aber das Vox Custom ist um einiges definierter und hat nicht so den Anschein auszubrechen, wie es beispielsweise jetzt das Handwired gemacht hat. Vor allem so in den hohen Frequenzen, sprich wenn wir das Wawa durchtreten, ist das Vox Custom sehr, sehr definiert. Und gerade wenn wir es zurücknehmen und in den tiefen Frequenzen sind und dann eben vor allem auch auf tiefen Saiten spielen, merken wir trotzdem, dass der Sound eigentlich bestehen bleibt. Im direkten Vergleich dazu das Vox Handwired. Hier ist mir sofort eine Sache aufgefallen. Ich hoffe euch auch. Das Vox Custom hat ein sehr interessantes und vor allem ein sehr ausbalanciertes Frequenzspektrum, in dem es greift, in dem es wirklich gut arbeitet. Also gerade bei solchen hochverzerrten Riffs, wenn ich dieses hohe Prickelnde von einem Wah-Effekt wirklich auch auf tiefe Saiten bekommen will, bin ich gerade etwas begeistert von dem Vox Custom. Das Vox Handwired hat natürlich ein anderes Voicing, was es nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist, sondern einfach anders. Beispielsweise habe ich das Gefühl, dass das Vox Handwired in der Frequenzkurve nach oben hin mit höheren Saiten schnell an diesem schönen Ausbrechen ist, während das Vox Custom uns zwar diesen Kick in die höhere Frequenz gibt, aber ich habe nicht so ganz das Gefühl, dass es da wirklich ausbricht. Versuchen wir das Ganze doch mal zu veranschaulichen mit Riffs in hohen Lagen. Das Handwired. Das Custom. Freunde, ich muss ja schon gestehen, ich bin ja auch eher bekannt dafür,
darauf abzufahren, wenn ein Wawa gerade in so hohen Lagen mit High Gain richtig ausbricht, wie es das Handwired macht. Aber ich war gerade etwas begeistert. Es ist ein unglaublich dynamischer und ausbalancierter Sound. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Dieses Wawa klingt mega ausbalanciert. Ich finde, da ist der Sonderwunsch, da es ja ein Custom war, ist da sehr, sehr, sehr gelungen. Das ist ein sehr, sehr schöner, ausbalancierter Wawa-Sound. Liebe Stromgitarrenfreunde, ich hoffe, wie immer, dass für jeden von euch irgendwo eine nützliche Info dabei war. Sollten Wünsche und Anregungen offen bleiben, dann bitte kontaktiert uns über die Kommentare auf Social Media. Schreibt uns eine Mail, ihr erreicht uns über voxamps.de. Genau darunter findet ihr uns auch auf Instagram und auf Facebook. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut und wünschen euch bis dahin ewig guten Sound. Viel Spaß beim Spielen. Mein Name ist Sebastian Draco. Bis zum nächsten Mal.